So, lieber Gary, irgendwann in der nächsten Woche wirst du denn wohl hier, wo ist denn eigentlich die Kamera? Hier. In der nächsten Woche wirst du irgendwann hier stehen, kurz nach Weihnachten, und reinkommen wollen. Das Tor ist natürlicherweise zu. Dem Taxifahrer müsst du natürlich sagen, Nummer 2, Kanneng 2. Vielleicht schreibst du es auf und zeigst dem Taxifahrer meistens. Schnallen Sie es nicht so recht. So, dann kommst du also hier an und dann ist das Tor und da sind hier vier Briefkästen. Unser Haus ist die Nummer 129, also praktisch die da. So, Schlüssel. Schlüssel geben wir dir ja erstmal keinen, du kriegst nur den Klicker. Mit dem kannst du das Tor aufmachen. Schlüssel gibt es denn drin, das ist so eine Art Escape Room. Naja, auf jeden Fall kommt dieses Teil hier in diesen lila Beutel. Zu, wir den schön wasserdicht verwickeln und gucken, dass keiner zuguckt. Und dann kommt es hier 129. Da, wichtig ist, das kann man irgendwie nur hier seitlich aufmachen, ne? Siehste, kann man nicht so irgendwo aufschließen oder so. Das ist praktisch ganz schlau gemacht. So, jetzt habe ich mich selber ausgesperrt. Also, ganz unter dem Briefkasten, dann hier den Beutel rausnehmen. Das dürfte ganz gut halten. Und dann seid ihr schon mal drin. Das Haus Nummer 4, also es gibt hier vier Häuser, die haben zwar einzelne Nummern, 126 bis 29, aber ich merke mir immer die 4. Die Nummer 4. Also, wenn das Tor mal nicht aufgehen würde und ihr habt irgendwie ein Problem mit diesem elektrischen Klicker, dann könnt ihr auch am Meer entlang, also durchs Restaurant, durch an den Strand, Strand entlang und dann hier außen rum zum Haus. Hilft euch ums Tor herum, aber nicht ins Haus rein. So, hier, das mit dem alten Auto. Ja? 129, nicht ins falsche Haus gehen. Dieses Tor ist ein manuelles Tor. Da kann man also nur mit der Hand schieben. Das elektrische kann man gar nichts schieben, geht nur elektrisch auf und zu. So, und dann seid ihr schon mal hier, kennst dich ja aus, ne? Da haben wir uns überlegt, werden wir den Hausschlüssel denn praktisch hier deponieren. Und zwar klassisch, natürlich unter der Fußmatte. Und zwar Fußmatte nicht von der tatsächlichen Fußmatte, sondern die Fußmatte von diesem Tisch. Der wird dann ganz sauber aufgeräumt sein. Und da unterm Teppich, hier unter diesem Dings, da legen wir einen Schlüssel hin. Und dieser eine Schlüssel, der lässt euch dann durch die hintere Tür rein, da wo die Maike jetzt steht, da geht's ran. Also ein Schlüssel passt an diese Tür und der andere Schlüssel passt an die vordere Tür. Ihr müsst euch, müsst halt gucken, welcher Schlüssel wo passt. Hier, Lukas ist natürlich gerade von seinem 100-Meter-Tauchgang zurückgekommen. So, dann seid ihr also im Haus. Das heißt, das war jetzt mal die Anleitung, wo der Schlüssel ist, wie man raus und reinkommt. Kurz noch ein Wort zu diesen Türen. Da gibt es innen einen Knopf, ne? Der schließt es ab. Das heißt, wenn man jetzt den Knopf drückt und dann die Tür zuzieht, ist abgeschlossen. Das weiß der Gary. Ja, das weiß der Gary, aber das sagt man lieber nochmal extra. Ja, so, abgeschlossen. Und wenn man aufschließen will, ja, genau. So, das war jetzt also mal Gebrauchsanleitung zu den Türen. Und das nächste Video machen wir dann über die Küche und dann machen wir eins über Pool und dann machen wir eins mit Hühnern und eins mit Katzen. Katzen können wir jetzt machen. Katzen können wir jetzt machen. Aber ich mache jetzt mal Stopp und mache das nächste Video.